So, und da bin ich auch wieder. La 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 la. Ich kann mich frei bewegen. Aber nicht vor Fackelträgern. Warum auch immer Fackelträger mich durchleuchten können. Also wir kriegen schon wieder Rohstoffe. Oh, Mass, habe ich das Gefühl. Ja, lieber zu viel als zu wenig, sag ich. Dann führt jemand Kampf. Ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Den der Schöne mit dem Bart. Was macht die neuen Jahrtümern? Kein neues Buch entdeckt. Hier oben ist nichts, ne? Ne. Vertragsschriftrollen. Memorandum zu unserem Vertrag. Den Frostgrad-Plünderern wird hiermit aufgetragen, Artefakte der Macht aus Hutzens Torheit zu bergen und diese Generalserien zu übergeben. Die Entlohnung hängt von Umfang und Qualität des Fundes ab. Ein Vorschuss in Gold wurde angeboten und akzeptiert. Warnt auf jeden Fall auch eure Speer. Die Kultisten nutzen ein altes nordisches Grabmal als Anbetungsort. Diese haarigen Bastarde, Alter, lieben es, Fallen in ihren Begräbungsstätten aufzustellen. Macht euch auf Feuerfallen gefasst oder Schwertklingen oder flammende Schwertklingen. Stiftet so viel Unruhe, wie ihr wollt. Je mehr, desto besser. Tötet jeden, der euch über den Weg läuft. General Serien. Das Bündnis hat die Banditen angeheuert. Oh, fuck. Ja, lauf! Oh, meine Fresse, ey. Das haben sie auch eigentlich... Das war vorher auch nicht, dass man überall festhängt. So. Darf ich das nicht nehmen? Geh doch. Kleine Risse überziehen die Oberfläche dieses Siegels. Es bebte eins vor magischer Energie, aber jetzt ist es dunkel. Jemand hat es zerbrochen. Beim genaueren Hinsehen entdeckt ihr eine Notiz, die darunter angebracht wurde. Rokuta, haltet dieses Runenstein aus der Mine heraus. Wenn ihr ihn in die Nähe des unaussprechlichen Siegels bringt, schließt sich das Portal. Dann sind wir von den Relikten abgeschnitten. Und das heißt, dass wir nicht bezahlt werden. Falls ihr das nicht begreift, breche ich euch so lange die Finger, bis ihr es versteht. Gelangt in die Mine. Runenstein habe ich gleich mitgenommen. Auf garantiert wieder zurück, na ja, klar. So, wir sind. Hallo? Verschwindet! Der Chef möchte, dass ich nach Relikten schaue, die wir schon gefunden haben. Gut, schnell, kommt herein. Wir sind schon fast an den Skampen vorbei. Ich habe gehört, dass das Portal gleich hinter Ihnen liegen soll. Danke. Hi. Wer seid ihr? Bitte tut mir nichts. Wachen, Eindringlinge! Ja, realistisch. Von der anderen Seite. Hm.
Schade, dass das Bild nicht so zentriert ist. So. Schon irgendwie cool. Ich wage es nicht, mein Pet zu holen. Der greift alles an, was hier rumliegt. Und die sollen mich wahrscheinlich entdecken, ne? Da ist schon wieder jemand während der Wache eingeschlafen. Ja, er liegt hier. Ne, 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 ne. Vielleicht komme ich sogar ohne entdeckt zu werden hier durch. Schnell sammeln. Meine Füße, dauert das ewig. Das ist übrigens der letzte. Himmelsscherbenjäger von Ödfels. Errungenschaft. Bin zu nah am Mikro. Ich höre mich ja selbst nicht, deswegen kann ich nie die Relation zur Lautstärke mir anhören. Deswegen bin ich mal zu laut, mal zu leise. Ja, seid froh, dass ich mich überhaupt nicht aufrege jetzt. Ich kann mich aufregen. Kann richtig böse werden. Yeah. Wir kommen gut voran. Nordische Ruin. Umgeht die Feuerfalle. Scampen. Ja, darüber zu gehen ist eigentlich relativ simpel. So. Hoi, das müsste das Tor sein. Betretet das Reich des Vergessens? Ernsthaft? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber wenn ihr meint... Ich gucke mich nochmal hier in dem Raum um. Irgendwas sagt mir, dass hier noch was ist. Ja, und? Es soll einen Dialog öffnen, aber es öffnet nichts. Hier vielleicht? Renria. Ne, Renritra? Unaussprechlich. Okay, gehen wir rein. Uiuiuiui. Herzlich willkommen in irgendeinem Land. Die Frage ist, wessen Domäne ist das? Einer googeln und oder mir sagen, was für eine Domäne das ist. Eine Schlange. Sieht das vielleicht? Hatten wir ja auch gehört.
Aber ich glaube ja nicht. Ah, ich sehe schon. Es müsste Mephala sein, glaube ich. Oder Nocturnal. Aber Nocturnal hat keine Schlange. Dieses Scampen, ne? Wie verborgen. Wer ist jetzt? Im Dunkeln gelaufen und verborgen, cool. Das unaussprechliche Ziel. Wer ist denn das? Schlange. Oh Gott, wie hießen die? Eieieiei. Das hat mich weggescheust. Verlass die Mine. Ich möchte gerne wissen, wer das war. Also, was habt ihr herausgefunden? Die Banditen wurden von Dolchsturzbündnis angeworben, um ein detrisches Artefakt zu stehlen. Ein Vertrag mit dem Bündnis? Das riecht nach Ablenkung. Das von uns entdeckte Schiff könnte der Beginn einer Invasion sein. Wir müssen zurück ins Dorf. Quest abschließen. Wusch. Abgeschlossen. Hotzins Torheit. Jo, das bedeutet natürlich, wir können jetzt... Och, du dämliches Viech, ey. Du hättest nicht angreifen brauchen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ist jetzt wieder Zeitverschwendung. Das ist wieder wirklich Zeitverschwendung. So, stirb. Ich wollte gucken, welche Quests noch übrig sind. Na, ich glaube, da fehlt noch einer. Hier, die Hunden müssen wir noch retten. Rettet Brent. Brent müssen wir auch noch retten. Dann würde ich sagen, erstmal in Bodennähe. Das würde ich dann erstmal machen. Ich wollte mal gucken, welcher Detra-Fürst das war. Ein Axtgriff ist lose. Das nenne ich Pech. Oh Gott, Merun ist Dagon. Wenn er so in Oblivion aussieht, dann sieht er echt scheiße aus. Alter, gibt es viele. Azura ist es nicht. Boetia vielleicht? Warte mal, schreiben von Boetia. Da ist theoretisch eine Schlange zu sehen. Ich suche nach Hinweisen. Ja, offen ist eine männliche Persona beschrieben. Okay, ich glaube nicht, dass das Boetia ist. Clavicus Wiele. Ne, das ist auch nicht. Der hat einen Hund dabei. Hier muss Morris ein Augenviech. Hirsine ist, glaube ich, auch. Ne, das ist. Ja, das ist ein Hirschmensch. Oh, was auch immer das ist. Malakat ist ein Ork. Merunes Dagon sieht aber auch anders aus. Merunes Dagon ist ein hässliches Viech. Mit vier Armen, okay. Eget. Skarm sieht aus wie ein Gnom. Mephala. Cool, Mephala sieht aus wie Baal aus Diablo. Na gut, Mephala ist es auch nicht. Meridia glaube ich aber auch nicht. Die ist ja menschenhaft. Die hat auch mehr so ein menschliches Aussehen. Mulak Bal ist ein Monster. Alter, gibt es viele Detra-Fürsten. Namirias ist es nicht. Ich gucke gerade im Wikipedia nachher. Ja. Nocturna ist es definitiv auch nicht. Die Fürst der Krankheit, Pyrit ist ein Drache.
Sanguin. Der stellt sich auch als Detra dar. Einfach so als Dings. Chigo des Autos ist es nicht. Wäre Mina vielleicht. Hm. Wäre Mina, könnte es tatsächlich sein. Ich weiß es nicht. Für die Leute, die es wissen, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.